Jetzt sind wir am alten Schiffshebewerk angelangt und wer sich jetzt fragt, was ein Schiffshebewerk ist, also ihr könnt, denke ich mal, hier diese Wanne sehen, und zwar ist es, kann man sagen, wirklich eine Wanne, wo das Schiff dann hineinfährt, und die komplette Wanne wird dann einfach wie einem Fahrstuhl hochgefahren. Also man kann sagen, ein Schiffshebewerk ist quasi ein Aufzug. Jetzt ungefähr auf Wasserniveau, ja, ich schätze mal so 1,5 Meter über dem Wasser, und da oben ist dann jetzt quasi dann wieder die Ausfahrt des Hebewerks. Ja, wir befinden uns jetzt hier im Museum des Schiffshebewerks, und hier vorne gibt es eine alte Schiffsdampfmaschine zu sehen. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Ja, zum Wirkungsprinzip des Schiffshebewerks. Also es ist so, dass hier unter dem Trog 4 von solchen zylindrischen Brunnen sich befinden, und in jedem dieser in Anführungsstrichen Brunnen befindet sich ein Schwimmkörper. So, diese 4 Schwimmkörper gleichen das Gewicht des mit Wasser gefüllten Troges aus, sodass eine vergleichsweise kleine Spindel, hier ist diese Spindel, eine vergleichsweise kleine Spindel und eine geringe Motorleistung schon ausreichen, um diese Wanne zu heben oder zu senken. Ja, und man kann hier in diese beiden Türme aufsteigen, und das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Kommt mit. Also es sind ganz schön enge Wendeltreppen. Da darf dir dann auch keiner entgegenkommen. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Oberwasserniveau. Bin jetzt durch einen der beiden Türme aufgestiegen bis zum Oberwasser. Aber von hier aus
geht es dann jetzt noch weiter bis in den Leitstand. Ja, ich bin dann jetzt auf den Leitstand aufgestiegen, also quasi ja, auf dem so ziemlich höchsten begehbaren Punkt des Hebewerks. Und von hier aus hätte man bei schönem Wetter sicherlich auch einen ganz tollen Ausblick. Ja, und dann dies ist dann eine von den vier Gewindestangen, in jeder Ecke eine, die das Hoch- und Runterfahren des Troges mit oder ohne Schiff bewerkstelligen. Und das mit dem Gegenverkehr in den Treppentürmen haben sie auch ganz geschickt gelöst. Und zwar ist immer einer nur Aufgang und einer ist Abgang. So, dann geht es jetzt zum Trog runter. 132 Stufen steht hier. Ja, und man sieht schon, ist hier wirklich ein beliebtes Ausflugsziel, weil natürlich gibt es dann hier auch mal wieder ein Café. Drüben auf der anderen Seite gibt es einen alten englischen Doppeldecker, der zu einem Café ausgebaut ist. Naja, ich habe jetzt noch eine Eintrittskarte fürs neue Hebewerk und dahin bin ich jetzt gerade unterwegs. Geht hier vorbei an alten Hafengebäuden bzw. hier auf der Seite liegen auch noch alte Boote, eine alte Lok, ein alter Ladekran und da gibt es noch so einiges anzuschauen.